schönen guten Tag und danke, dass ich hier sein darf. Und als ich mich auf den Vortrag vorbereitet habe, war die erste Herausforderung schon, was bringe ich Ihnen mit? Eigentlich ist mein Exponat ja schon hier um die Ecke, Aufzüge sind auch in diesem Gebäude, aber einen auf die Bühne zu stellen, wäre jetzt richtig schwierig geworden. Was ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein Bild einer Oberfläche, wo Sie einen Aufzug rufen und wahrscheinlich kennen Sie das auch, ab und zu mal rufen Sie einen Aufzug und der kommt nicht. Dann drücken Sie nochmal, weil Sie denken, in der Hoffnung, wenn Sie nochmal drücken, kommt er vielleicht doch schneller. Aber nein, es verkürzt nicht Ihre Wartungszeit, egal wie oft Sie darauf drücken. Und manchmal gibt es eine relativ technische Ursache, warum er nicht kommt, weil er nämlich einfach steht. Und warum er steht und was wir dagegen tun mit Digitalisierung und Kulturveränderung, das möchte ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen. Ja, unser Anspruch ist natürlich, die gesamte Industrie zu transformieren, aber fangen wir mal klein an und reden wir mal nur über Aufzüge. Wer sind wir? Wir sind global aufgestellt, wir sind in 150 Ländern, wo Sie unsere Produkte kaufen können, in 60 direkt, wir haben 1000 Niederlassungen weltweit, unsere Mitarbeiter sprechen alle unterschiedliche Sprachen, wir haben insgesamt 52.000 Mitarbeiter, wir haben 24.000 Service-Mitarbeiter, die die Aufzüge weltweit am Laufen halten, die werden regelmäßig gewartet, Aufzüge sind das sicherste Transportmittel, was wir haben. Wir erwarten 1,2 Millionen Aufzüge jedes Jahr und wir haben ungefähr 7,5 Milliarden Umsatz. Was machen wir? Wir machen Aufzüge, wir machen Fahrtreppen, wir machen Passenger Boarding Bridges, ob jetzt im Berliner Airport in Tegel oder in dem neuen, falls er dann mal in Betrieb geht, auch dort sind unsere Passenger Boarding Bridges schon in Betrieb, werden jede Woche einmal kurz bewegt, fallen allerdings relativ wenig aus. Wir machen auch Aufzüge für den Privatbereich, Treppenlifte etc. Das, was uns bewegt, ist, wir bewegen Menschen, Urban Mobility. Wenn Sie in einer Stadt wohnen, bewegt werden vom Aufzug in das Terminal, in die U-Bahn hinein, zu Hause, überall am Flughafen, das ist das, was uns treibt. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Geschäft, weil die Urbanisierung ist etwas, was für die nächsten Jahrzehnte noch anhalten wird. Menschen bewegen sich in Städte, sie ziehen in Städte. Man rechnet damit, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren 300, 350, 380 Millionen Menschen in Städte ziehen und die müssen alle irgendwo wohnen und irgendwo arbeiten. Und wenn man das mal runterbricht auf die Gebäudeindustrie, das würde heißen, dass wir in den nächsten 20 Jahren die Bürofläche von Manhattan jeden Tag bauen müssen. Jeden Tag, für die nächsten 20, 30 Jahre. Und das ist, sagen wir mal, gut für unser Geschäft, weil überall, wo gebaut wird, wird hochgebaut und wenn hochgebaut wird, kommen Aufzüge rein. Das ist eigentlich das, was uns treibt. Aufzüge selber sind eine relativ alte Technologie. Aufzüge gibt es eigentlich schon seit Tausenden von Jahren, aber richtig sicher und durchgesetzt haben sich vor ungefähr 160 Jahren, als man Technologie erfunden hat, dass wenn das Seil reißt, der Aufzug nicht abstürzt, sondern sich selber hält. Und damit wurde das ganze Thema zusammen mit der Elektrifizierung einer der Kerntreiber, um den Städtebau zu revolutionieren. Aber die letzten 160 Jahre gab es in der Industrie keine wirklichen Innovationen. Aufzüge funktionieren wie vor 150, 160 Jahren und so werden sie auch gewartet. Elevator sind oder Aufzüge sind die sicherste Art und Weise, wie wir Menschen transportieren können. Auto, Fahrrad, Straßenbahn, Züge, Flüge, Flugzeuge, Schiffe, alles ist nicht so sicher wie der Aufzug, weil er wird regelmäßig gewartet. Und das Schöne ist, normalerweise bekommen Sie nichts davon mit, wenn Sie ihn benutzen, es sei denn, es funktioniert irgendwas nicht. Weil die aber auch so sicher sind, sind sie natürlich auch relativ lange im Betrieb. 50% aller Aufzüge sind über 20 Jahre alt. Das heißt, sie werden nicht wirklich modernisiert. Und ja, selbst wenn man alles macht, was man machen kann, 20 Jahre alte Technologie führt dazu, dass sie irgendwann, auch wenn sie sicher ist, irgendwann mal ausfällt. Wir haben ungefähr 190 Millionen Stunden Nichtverfügbarkeit von Aufzügen weltweit. Das ist eine Zahl, die kann man sich schlecht vorstellen. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Im Jahre 2010 hat die Columbia University in den USA mal ermittelt, wie viel Zeit verbringen eigentlich die ganzen Office-Worker in Manhattan mit dem Aufzug. Und sie haben festgestellt, die warten ungefähr 17 Jahre, bis der Aufzug kommt, um dann 8 Jahre oder 6 Jahre mit dem Aufzug zu fahren. Das heißt, die Wartezeit ist fast dreimal so lange wie die Fahrtzeit. Und eine Ursache dafür, warum das so lange dauert, ist natürlich auch, dass die manchmal stehen. Beispiel Deutschland. Wir haben in Deutschland ungefähr 700.000 Aufzüge installiert als Industrie. Auch da sind über die Hälfte älter als 20 Jahre. Sie haben über 2000 verschiedene Aufzugstypen in Deutschland.
Ja, und die haben die Tendenz, dass sie auch aus Sicherheitsgründen, ohne dass Passagiere dort sind, sich im Jahr zwischen 4 bis 6 Mal einfach ausschalten. Das heißt, sie fahren in eine sichere Position, machen die Tür zu und stellen den Betrieb ein. Und zwar relativ leise, weil es bekommt keiner mit. Und als wir angefangen, über Digitalisierung nachzudenken, haben wir uns überlegt, naja, also Aufzugsindustrie ist das akzeptiert. Das ist okay, dass der 6 Mal stehen bleibt im Jahr. Aber wenn das mein Auto wäre und es startet 6 Mal im Jahr nicht oder 4 Mal im Jahr nicht, ich glaube, mein Autohersteller hätte ein Problem. Und ich eventuell irgendwann ein neues Auto. Weil das ist einfach nicht akzeptabel. Und die Frage ist, die wir uns gestellt haben, was können wir denn anders machen? Warum muss man akzeptieren, dass ein Aufzug mehrmals im Jahr einfach stehen bleibt und ein Servicetechniker kommen muss? Und wir haben damit angefangen, gesagt, wie bekommen wir denn eigentlich mit vom Kunden, dass da was ist? Und der Prozess ist halt noch ziemlich rudimentär. Morgens um 6, 7 oder 8 ruft der Gebäudemanager oder der Kunde bei uns an, weil er feststellt, über Nacht ist der Aufzug ausgefallen oder am späten Abend davor. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Dann schicken wir einen Servicetechniker hin, der sich das anguckt, der erstmal versucht rauszufinden, was ist denn überhaupt kaputt, warum ist er stehen geblieben, was können wir machen, um ihn wieder in Betrieb zu setzen, damit er wieder fährt. Und wir haben gesagt, naja, aber wir leben im 21. Jahrhundert. Sollte es nicht möglich sein, dass wir alleine wissen, dass ein Aufzug steht, dass wir vielleicht Pattern erkennen, warum er stehen geblieben ist, dass wir vielleicht Fehler beheben, bevor sie überhaupt auftreten. Sie alle kennen das vielleicht, wenn Sie mal darauf achten, manchmal schließen sich die Türen mehrmals im Aufzug. Das deutet darauf hin, da ist was nicht in Ordnung. Dass man vielleicht auch den Service etwas einfacher macht und nicht immer das wieder mit Maintenance überzieht, was sowieso schon funktioniert. Und vielleicht auch die Zeit, um einen Fehler zu finden, dramatisch reduziert. Weil wenn eine Tür im Aufzug kaputt ist, wissen Sie heute nicht, welche Tür ist kaputt. Das ist Etage 8, 9, 10, 11, 12 oder Nummer 3. Und Sie müssen jede einzelne überprüfen. Und nach Murphy's Law, was auch bei uns gilt, ist es immer die letzte, die Sie sich anschauen. Warum wissen wir nicht eigentlich schon eher, welche Tür eigentlich schon die ganze Zeit Ärger macht? Ja, das System dafür, was man braucht, ist relativ einfach. Wir brauchen irgendwo ein Gerät, was Daten sammelt, was das in die Cloud schießt, dort mit Software Diagnostics produziert und dann uns die Informationen gibt, welche Aufzüge stehen, warum, was muss der Techniker machen. Ja, und die Story fing dann genau vor 5 Jahren hier an, als das Gebäude eröffnet worden ist. War ich zufällig auch hier, habe mit dem Steve Ballmer kurz gesprochen. Wir haben dann überlegt, wir könnten was zusammen machen. Wir haben ein Jahr gebraucht, um Proof of Concept zu machen, um das zu überprüfen. Und seitdem arbeiten wir sehr erfolgreich mit Microsoft zusammen, um dieses Projekt Max auszurollen. Und den starken Partner haben wir auch gebraucht, weil wir als Aufzugsindustrie sind sehr konservativ mit 20 Jahre alten Produkten. Sie können sich vorstellen, dass Cloud Computing, Edge Computing, IoT, Machine Learning und Big Data vielleicht nicht in unserer DNA so verankert ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Wo stehen wir heute? Wir haben heute über 120.000 Aufzüge in der Cloud. Wir sind in 4 Ländern aktiv. Wir starten gerade heute in Brasilien. Wir haben 150 Millionen Transactions pro Tag und erzeugen 100 Gigabyte. Das ist für uns eine richtig schöne große Menge an Daten. Und wir haben über 41.000 Kunden connected. Wir haben eine globale Applikation, die unseren Technikern hilft, zu sagen, wenn ein Aufzug steht, warum steht er, der ihn guidet und sagt, aufgrund des Machine Learnings, diese sind die 4 möglichen Ursachen, warum der Aufzug stehen geblieben ist. Die sind nochmal gewichtet nach Arbeitszeit. Was ist einfacher, was dauert länger? Es gibt eine Feedback-Schleife, was war denn wirklich kaputt, dass die Maschine lernen kann in der Cloud. Und sagt, okay, wenn es immer wieder dazu kommt, dass nicht die erste Variante die war, die den Fehler verursacht hatte, dann passen wir den Algorithmus automatisch an. Und wir haben natürlich auch eine Kundenapplikation, wo der Kunde sieht, was macht sein Aufzug gerade, um auch schon mal vorher zu sehen, wann ist er stehen geblieben, warum ist er stehen geblieben, was ist passiert. Wir haben im letzten Jahr, als wir produktiv gegangen sind, schon 40.000 Alarme generiert, wo wir vor den Kunden wussten, dass der Aufzug gestanden hat. Was übrigens auch eine super Story für uns ist, weil wenn wir zum Kunden fahren und er sagt, was wollt ihr schon wieder hier, war doch gestern, da ja dein Aufzug steht, hat er noch gar nicht mitbekommen. Das erzeugt eine relativ gute Kundenbindung, weil nichts ärgert einen Kunden mehr, als dass etwas nicht funktioniert und er weiß es nicht. Wir arbeiten zurzeit daran, den Algorithmus für Türen zu verfeinern, weil Türen erzeugen ungefähr 80% aller unserer Probleme. Und da kann man schon relativ gut voraussagen, wann wird eine Tür in den nächsten 3 Wochen kaputt gehen. Und wir stellen unsere Wartungszyklen jetzt so ein, dass die Techniker dann zu den Aufzügen in der Reihenfolge fahren, dass diese Ausfälle nicht eintreten.
Wenn Sie mich jetzt fragen, wo stehen wir bei unserer Digitalisierung, bei dem Projekt, dann sage ich mal, das Thema Connectivity und Core Back Detection sind wir ungefähr bei 50% von dem, was ich mir vorstelle. Das funktioniert schon recht gut. Bei dem Thema Big Data, Predictive Services sind wir am Anfang, da sind wir beim produktiven Hochfahren, weil auch hier fahren wir lieber langsamer hoch als zu schnell, weil wir arbeiten mit Menschen und wenn ein Techniker dreimal zum Kunden gefahren ist, obwohl der Aufzug gelaufen ist, dann wird der Glaube an die Technologie irgendwann sehr schnell veräppen und dann wird er dem System nicht mehr glauben. Das heißt, das machen wir relativ langsam. Aber ich glaube auch, das System hat das Potenzial, das gesamte Servicegeschäft von uns zu digitalisieren, auch neue Geschäftsmodelle zu erzeugen. Und das, sage ich mal, werden wir sehen, wenn wir mehr aus den Daten erfahren und lernen. Unser Anspruch war eigentlich, nicht unbedingt die Digitalisierung des Digitalisierungswillens zu machen, sondern einen Kundennutzen zu erzeugen. Die Ausfälle bei Aufzügen von 4 bis 6 oder 190 Millionen Stunden auf die Hälfte zu reduzieren. Davon ist Max ein Teil, vorher wissen, wann fällt er aus, schneller zu beheben. Aber auch das Thema HoloLens nutzen wir dort, um Remote-Services zu geben für besonders komplizierte Aufzüge. Aber auch Thema Spare Parts, hat der Techniker schon die richtigen Teile dabei, können wir die automatisch hinschicken. Alles diese Sachen werden dazu zusammengefügt zu einem Bundle, dass wir das Thema Erhöhung der Verfügbarkeit von Aufzügen vernünftig umsetzen können. Wenn wir über Digitalisierung reden, hatte ich schon gesagt, man sollte nicht das Thema Digitalisierung nur des Digitalisierungswillens machen, weil das wird nicht funktionieren. Es muss immer irgendwo einen Grund dafür geben. Es muss Wissensvalue getrieben werden sein, es muss der Kunde irgendwo mit dabei sein oder ihre eigene Kostenstruktur. Es muss irgendwas Reales sein, weil nur etwas digitalisieren, damit es digital ist, wird keinen Sinn machen. Aber wir wissen alle, dass ein Großteil der Digitalisierungsprojekte und auch der IT-Projekte meistens nicht das bringen, was sie wollen, was sie sollten oder gar nicht erst zur Umsetzung gelangen, weil sie einfach scheitern. Und die Frage ist natürlich, warum scheitern sie? Ich habe darauf keine generelle Antwort, ich kann Ihnen nur meine persönliche Sicht geben, weil auch unser Projekt Max hätte mehrmals scheitern können. Auch da war die Gefahr real, weil es ist eine relativ große Implementierung. Ich glaube, wenn man am Anfang der Digitalisierung sich mit dem Thema beschäftigt, glauben alle, dass wir mit IoT, Machine Learning, Big Data und so weiter das Potenzial haben, eine Menge Geschäftsmodelle zu transformieren. Und dieses Business Model Transformation hat ein ungeheures Potenzial. Und das ist ja das, was zum Teil auch Ängste auslöst, weil jeder weiß, dass da ist viel Effizienz drin. Aber wenn wir das positiv betrachten und sagen, ja, wir wollen unser Business Model transformieren, wir wollen Sachen anders machen, schneller machen, mehr Kundennutzen erzeugen etc., dann ergibt sich daraus automatisch ein weiterer Punkt. Sie brauchen einen starken Business Case. Wenn das gesamte Projekt Max jetzt 100.000 Savings bringen würde, weltweit, dann würde das keiner machen. Das wäre der falsche Ansatz. Wenn Sie auf einen starken Business Case aus sind, für den Kunden nutzen oder für sich selber, dann müssen Sie an einen Kernprozess gehen bei sich. Es macht keinen Sinn, einen Nebenprozess zu digitalisieren. Da werden Sie nicht viel von haben. Aber wenn Sie auf den Core-Prozess gehen, dann ist das ein Kulturveränderungsprozess, wesentlich mehr als alles andere. Weil wenn 25.000 Servicetechniker anders arbeiten werden, morgen als heute, dann ist das mehr eine Kulturveränderung als eine Prozessveränderung. Und wenn man das akzeptiert, dann ist das nicht eine Aufgabe für die IT-Abteilung. Genauso gut, wie wir bei Sabine gesehen haben, schön, dass Unternehmen eine Digitalstrategie haben. Wenn man die Macht und der IT-Abteilung gibt, ja, dann wird es nicht funktionieren. Es ist ein Kulturveränderungsprozess und der kann nicht von einer Fachabteilung oder von meinem CEO getrieben werden. Das muss der Chef selber machen oder die Führungsmannschaft, das muss von oben kommen. Es kann von oben nicht indoktriniert werden, da gebe ich Sabine komplett recht. Man kann nicht einfach nur auf das Plakat und das PowerPoint schreiben, wir machen mal eine Kulturveränderung. Ab morgen tragen wir alle Turnschuhe und lassen die Krawatte weg und dann ist das Thema erledigt. Es muss gelebt werden. Und das Leben ist eigentlich das Schwierige daran, weil es muss von oben vorgelebt werden. Ansonsten wird es scheitern. Es kann nur so sein und Sie müssen sich um dieses Thema selber kümmern. Es kann nicht delegiert werden, weil gerade in Großunternehmen sind immer Leute da, die etwas behindern, die Sicherheitsbedenken haben, die sagen, das haben wir noch nie so gemacht, das ist was komplett Neues, das könnte riskant sein etc. Und das bekommen Sie nur durch eine starke Leadership hin und dass Sie die Leute mitnehmen. In unserem Max-Team waren vom CEO, von mir bis zum Servicetechniker alle Ebenen vertreten.
Es war ein relativ großes Team, es waren alle Regionen da, es waren unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Charaktere, Fachabteilungen, Entwickler, Servicetechniker etc. da. Und nur durch diese Zusammenarbeit ist es dann eigentlich auch gelungen, das in die Breite zu treiben. Ja, und damit bin ich schon am Ende meines Vortrags angekommen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Andreas Schirmbeck. Wir sehen uns ja gleich auf dem Panel nochmal, aber ich wollte doch zu dem Vortrag speziell eine Frage noch stellen. Also du hast sehr anschaulich gesagt, dass man es richtig machen muss und alle einbeziehen. Und das war auch sehr glaubwürdig ohne Krawatte und Turnschuhe, also deshalb kaufen wir dir alles ab. Aber jetzt frage ich mich trotzdem, vorhin haben wir gesehen, wie viele Leute, also dass zumindest die Hälfte so nach Statistiken gar nicht mitgenommen werden will, sagt Digitalisierung bleibt mir weg. Waren die Leute bei euch schon so wahnsinnig aufgeschlossen? Habt ihr schon immer so eine neugierige Firmenkultur gehabt oder bist du da mit Zuckerbrot und Peitsche durchgegangen? Was habt ihr genau gemacht? Also wir hatten die Kultur garantiert nicht. Mhm. Wir haben jetzt relativ häufig Meetings gehabt bei Microsoft in Redmond und ich weiß noch, die ersten Meetings vor 3 Jahren, da saßen rechts die deutschen Kollegen, links die Amerikaner, die hatten ihre Hardware, die haben nicht miteinander gesprochen, da war jeder davon überzeugt, hat eigentlich die richtige Lösung. Und das hat man erst mit der Zeit aufbrechen können, dass man wirklich ein gemeinsames Ziel definiert und die Leute sich auch besser kennenlernen, weil die haben sich ja früher noch nie kennengelernt und miteinander gesprochen. Wenn man sich aber alle 3 Monate dort trifft und diskutiert, wo steht man, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, versucht die Hierarchien aufzubrechen und zu sagen, ja, der Servicetechniker, der Jeff, der hat auch was zu sagen, weil der muss das ja hinterher umsetzen. Dann müssen wir dem auch mal zuhören. Vielleicht versteht er das besser, was er macht, als der Softwareentwickler, der sagt, aber ich habe doch hier eine schöne Maske gebaut. Dann, sag mal, kommt was, dann entsteht was. Und heute sind die Meetings ganz anders, aber das heißt natürlich auch, wir hatten, glaube ich, jetzt vor 2 Monaten das 13. Meeting in Microsoft in Redmond gehabt. Ich habe von den 13 Meetings genau einmal gefehlt. Okay. Das heißt, da muss man auch dahinter sein. Und dann funktioniert das auch. Dann wissen die Leute auch, man nimmt es ernst. Das war jetzt vielleicht nicht die Peitsche, aber es ist schon klar, wenn ich dort da sitze und möchte wissen, wo stehen wir, dann ist auch klar, dass ich eine transparente Antwort haben möchte. Einmal von 13 Mal gefehlt und da wahrscheinlich mit schlechtem Gewissen. Und das ist ja auch gut so, das gehört zur Kulturveränderung dazu. Vielen, vielen Dank, Andreas. Ja, danke. Dankeschön.